Ja, da bin ich auch nochmal auf YouTube und zwar muss ich jetzt nochmal was erzählen. Und zwar hat mich Mittwoch dieser Elias Benjipavi angerufen. Das war am Mittwoch. Der hat mich gestern auch angerufen. Auf jeden Fall war das am Mittwoch so, dass der mich angerufen hat. Da habe ich erstmal zu ihm gesagt, dann mach mich doch mal wieder frei. So. Dann war das so, dass also ich habe, als Elias Benjipavi mich Mittwoch angerufen hat, da hat, also Elias Benjipavi hat mich Mittwoch angerufen, da habe ich zu ihm gesagt, mach mich mal wieder frei. Das habe ich dann zu ihm gesagt. Da sagte er zu mir, ich finde dich nicht mehr. Daraufhin habe ich dann irgendwann aufgelegt. Da hat er wieder angerufen, habe ich wieder gesagt, mach mich doch mal wieder frei. Dann sagte er zu mir, er findet mich nicht mehr. Und dann habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, gib doch einfach meine Telefonnummer ein und meine Telefonnummer bei WhatsApp an und speichere mich neu ein. Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll heute nochmal nach Espel kommen. Oder, oh nee, entweder soll ich heute nach Espel kommen oder gestern. Aber ich nehme an heute, dass ich heute nach Espel wieder fahren soll. Und dann hat er mir gesagt, wenn ich in Espel bin, dann gibt er mich wieder frei. Aber ich fahre nicht nochmal nach Espel. Nicht nach dem, was da einmal passiert ist. Das mache ich nicht. Ich habe den dann jetzt einfach, also ich habe den jetzt zumindest bei WhatsApp, habe ich den Elias Benjipavi jetzt gelöscht. Weil wenn er mich eh nicht mehr freigibt und wir eh keine Freunde mehr sind, dann habe ich den jetzt gelöscht. Und jetzt hat er mich gestern angerufen und gefragt, ob ich in der Klapse bin. Ich bin aber zu Hause. Ich kann es aber kurz zeigen. Hier, ich habe mir auch was gekauft. Was Neues. Nee, ich. Habe ich mir neu gekauft für 13 Euro. Ja. Und ja, jetzt nochmal zu Felix. Ich habe rausgekriegt, dass der gar nicht mehr in dem Haus wohnt, wo er mal gewohnt hat. Der wohnt aber noch in Westhofen. Ich weiß auch wo, nur die Adresse, die stelle ich jetzt nicht auf YouTube, weil ich den Felix ja zurückhaben will. Das habe ich jetzt rausgekriegt, dass der Felix gar nicht mehr in dem Haus wohnt. Der wohnt aber noch in Westhofen. Ich weiß auch wo. Und nur das werde ich nicht auf YouTube stellen, weil ich den Felix ja, wie gesagt, wieder haben will als Freund. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich erstmal alles erzählt, was ich so erzählen wollte. Ich bin gerade mal überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt. Aber ne. Ich muss auch irgendwann mal wieder ein Video machen, was ich mir alles gekauft habe. Ist ja auch schon wieder ein paar Sachen dazugekommen. Das werde ich wahrscheinlich nächstes Wochenende machen, wenn ich einkaufen war. Weil nächste Woche kommt ja Geld. Da gehe ich dann wieder einkaufen oder bestelle mir wieder was, mal gucken. Und ja. Dann werde ich auch mal ein Video machen. Wieder. Oder warte ich noch einen Monat? Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich nächste Woche mal wieder eins. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.